3, 2, 1, let it rip. Here we go, it's a new way. This is Beyblade. Pure heart, strong mind, they will never fade. The one and only Beyblade. Spin, spin, spin on the top. Spin, spin, spin till you drop. It's the future, invaders, new generation of bladers. We stronger and faster. Combine our bays and be the master. Spin, spin, spin on the top. Spin, spin, spin till you drop. Strategize a plan, knock you off balance. Dominate, obliterate, the next challenge. I'm undefeated, you better bring that. When the battle's won, you're gonna want a rematch. The one and only Beyblade. Das letzte Mal bei Beyblade. Beim Neo Battle Bladers Turnier geht es zwischen Sakyo und Zero darum, wer es in die nächste Runde schafft. Zeros Ifrit und Sakyos Dragoon halten beide dem Special Move des anderen stand. Und es sieht aus, als wären beide gleich stark. Zero hackt nach und ruft seinen Special Move Burning Uppercut zum zweiten Mal aus. Dieser löst eine gewaltige Explosion aus. Und als sich der Rauch verzogen hat, dreht sich Zeros Ifrit immer noch. Sakyo muss feststellen, dass sein Dragoon über die Bande ins Arena auskatapultiert worden ist. Während Zero sich über seine gelungene Revanche freut, ist Hurricane SK über die Niederlage seines Idols verzweifelt. Doch Sakyo erklärt ihm, dass sie beide nochmal von vorn anfangen. Der Blader-DJ kündigt den nächsten Kampf an. Kira gegen Shinobu. Ich darf euch alle zum Halbfinale des Neo Battle Bladers Turniers willkommen heißen, bei dem im letzten Kampf Zero Kurogani Sakyo Kureyami besiegt hat. Und welcher Blader wird Zero im Finale gegenüberstehen? Wird es Kira Hayama oder sein Gegner Shinobu Hiryuin sein? Na schön, jetzt wird es so langsam ernst. Wir zählen auf dich, Kira. Zeig ihnen, was in Behemoth steckt. Du schaffst das, Shinobu! Ich habe hoffentlich nicht umsonst mit dir trainiert. Mein großer Bruder hat dir alles gezeigt. Sehr schön. Dann kann das zweite Match im Halbfinale beginnen. Nur ein DNA-Blader hat es ins Halbfinale geschafft. Das ist gut. Gib dein Bestes, Shinobu. Schlag Kira und mach den Plänen der Garcias ein Ende. Du gewinnst, Shinobu. Ich glaube an dich, okay? Meine Strategie gegen Behemoth ist perfekt. Mein Salamander wird keine Schwächen zeigen. Ist das so? Dann möchte ich mich gleich bei dir entschuldigen. Dummerweise werde ich in dieser Runde nämlich nicht meinen Behemoth einsetzen. Ich setze diesmal auf ihn, Gladiator Bahamut. Was? Sekunde, was für ein Bee ist das? Keine Ahnung, noch nie gesehen. Hä? Und du, Iron? Beruhige dich, ich war es nicht. Dann hat das Kira selbst beschlossen? Was geht denn da nur vor sich, Mercy? Komm schon, Mercy. Antworte uns. Was zum Teufel geht denn nur hier ab? Felicitation. Glückwünsche, Meister Kira. Unser wahrer Kampf beginnt jetzt. Das gibt's doch nicht! Kira hat für dieses wichtige Match seine Base gewechselt! Das kommt völlig unerwartet! Ich wüsste nicht, nach welcher Regel das verboten sein soll. Also gibt es auch kein Problem. Oder hast du Angst? Gegen einen Bay zu kämpfen, den du noch nie zuvor gesehen hast, geht es dir vielleicht darum? Ha! Umgekehrt wird ein Schuh draus! Aus Angst vor meinem Salamander greifst du jetzt in die schmutzige Trickkiste! Was? Es spielt keine Rolle, welchen Bay du heute einsetzt, denn ich bin derjenige, der ins Finale ziehen wird. Hast du das kapiert? Du wirst mir nicht den Weg ins Finale versperren. Ich kämpfe im Finale gegen Zero. Ganz schön selbstsicher. Gut, ich freue mich schon darauf, wie ich dein Salamander in immer kleinere Einzelteile zerlege. Auf geht's! 3, 2, 1, let it rip! Okay, jetzt zeig, was du drauf hast! Zeig's ihm, Shinobu! Moment mal, was ist das denn? Ich habe bisher noch nie so ein großes Warrior-Wheel gesehen. Salamanders ist nicht halb so groß, so viel steht fest. Hä? Du hast recht. Was war das? Und los, Bahamut! Oh Mann! Ha, gleich nochmal, mein Freund! Seine Kraft ist auf einem ganz anderen Level! Hä? In dem Fall! Sehr gut! Das sind Salamanders Phantomangriffe! Wenn du auf Kraft setzt, dann antworte ich mit Sperrfeuerangriffen, um deine Ausdauerkraft zu erlahmen. Hör nicht auf anzugreifen, Salamander! Fällt dir nicht mal was Neues ein?
Diese alte Taktik wird doch gegen Bahamut nichts ausrichten. Was geht denn da ab? Es war doch Salamander, der angegriffen hat. Und jetzt sieht es aus, als sei er beschädigt worden. Oh! Hä? Die Bumper auf seinem Element Wheel sind wie Schwerter in alle Richtungen aufgerichtet. Vier Schwerter sind nur für die Verteidigung da und können dem Angreifer deswegen große Verletzungen zufügen. Das heißt, je mehr er angreift, desto mehr muss Salamander dabei einstecken. Was ist los? Du kannst gegen Bahamut nicht gewinnen. Kapierst du das nicht? Vielleicht. Doch das ist noch nicht alles, was ich drauf habe. Salamander! Zero konnte mit der Kraft seiner Freunde selbst Sakyo besiegen. Jetzt wende ich diese Kraft an. Special Move! Blazing Ring Shot! Jawohl! War es das? War das die Entscheidung, Leute? Zu schwach, Kleiner. Das gibt's nicht. Angriff abgewehrt. Bahamut hat sich gegen den Special Move von Salamander wahrhaftig behauptet. Er hat den neuen Special Move einfach so abgewehrt? Bahamuts Drehfassung ist eine Spike 230. Die Krallen auf der Drehfassung arbeiten wie Bremsen, um ein Arena-Aus zu vermeiden. Und damit bin ich an der Reihe. Ich werde dir jetzt Bahamuts wahre Kraft zeigen. Jetzt kann der Spaß anfangen. Go, Bahamut! Was für eine unglaubliche Kraft! Hey, was ist das? Unglaublich, hä? Wie gefallen dir Bahamuts Angriffe? Glaubst du immer noch an einen Sieg von deinem Salamander? Nicht gut! Shinobu! Tja, am besten gibst du auf. Du hast gegen mich keine Chance, Shinobu. Salamander! Salamander! Das ist Musik. Und die wird sich gleich zum Winseln und dann zum Schluchzen steigern. Du wirst noch Tränen vergießen. Salamander! Wie schrecklich! Es gibt keinen Grund, so weit zu gehen. Hör endlich mit dem Gemetzel auf! Komm schon, lass dir was einfallen. Glaub mir, wenn das so weitergeht, wird das dein Salamander nicht überleben. Oh nein! Hör auf damit! Salamander! Vielleicht hättest du bitte sagen sollen. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt, wenn man jemanden um einen Gefallen bittet. Also auf die Knie und bitte um Verzeihung. Und dann wiederholst du diese Worte. Freunde und mein Base Spirit konnten mir nicht helfen. Das ist alles sinnlos und ich war ein Idiot, an so etwas zu glauben. Und alles, was ich und meine Freunde geschaffen haben, ist im Angesicht von Bahamuts Macht völlig bedeutungslos. Also los! Geh vor mir auf die Knie, gib deine Niederlage zu und bitte um Vergebung. Für dich und deine überflüssigen Freunde. So etwas werde ich niemals sagen. Und ich werde mich niemals so geschlagen geben. Shinobu! Shinobu! Ich werde niemals zulassen, dass du auf unseren Werten herumtrampelst. Ach nein. Pass auf, Zero. Das ist mein Space Spirit! Nur zu. Wenn du darauf bestehst, sollst du bekommen, was du willst. Bahamut! Großer Bruder! Ein Erdbeben, Leute! Kein Erdbeben! Die Erschütterung kommt von Bahamut! Bahamuts unglaubliche Spinnkraft produziert Überschallwellen, die die Arena ins Wanken bringen. Hä?
Aber wie? Nicht nachgeben, Salamander! All deine lächerlichen Vorstellungen lösen sich gleich mit der Arena in Luft auf. Special Move! Gladiator Demolition! Shinobu! Shinobu! Shinobu, sprich mit mir! Shinobu! Das darf nicht wahr sein, oh nein! Willst du das noch einen Beikampf nennen? Warum musstest du so weit gehen? Ach, das war ein Spaß! Er hat am Ende alles für dich gegeben. Was für eine schöne Freundschaft! Toll, dass ihr beide euch so nahe steht. Wenn er nicht auch für dich gekämpft hätte, hätte ich nur halb so viel Spaß gehabt. Aber ich bin sicher, dass du dieses Glücksgefühl sogar noch toppen kannst. Ich soll dein Glücksgefühl noch toppen? Du bist verrückt! Die letzten Neuigkeiten! Die Kämpfe im Halbfinale des Neo Battlebladers Turniers waren so heftig, dass zwei Bay-Arenen zerstört wurden. Am Ende haben Kira Hayama und Zero Kurogani es ins Finale geschafft. Wer von beiden darf sich danach als stärkster Blader bezeichnen? Wird es Zero Kurogani mit Samurai Ifrit sein? Oder Kira Hayama mit Gladiator Bahamut? Hey, was glaubst du? Wer wird gewinnen? Woher soll ich das wissen? Bin ich Hellseher? Egal, wer von beiden gewinnt. Der Kampf verspricht einmal mehr, eine legendäre Vorstellung zu werden. Der Kampf, den wir alle mit Hochspannung erwarten, findet morgen statt. Verpasst ihn nicht! Hey, Kira, wie kannst du es wagen? Wieso hast du uns nicht vorher um Erlaubnis gefragt? Und wo hast du diesen Bay her? Ich hab wie geplant Shinobu Hiryu-in besiegt. Und genauso werde ich auch Zero Kurogani im Finale besiegen. Ich kann nicht sehen, wo es hier ein Problem geben soll. Es ist aber eins. Und was ist mit dem Bay, den wir dir gegeben haben? Behemoth. Behemoth? Oh, da ich mir sicher sein konnte, dass ich gewinnen würde, dachte ich mir, es bringt mir Spaß, wenn ich den Bay meines Gegners in Einzelteile zerlegen würde. Mehr Spaß bringen? Das hier ist kein Witz, Junge. Wir haben dir den Bay gegeben, damit du sicher gewinnst. Egal was für ein Bay, ohne Ausdauerkraft hast du schon verloren. Nur der Bay mit der besten Ausdauerkraft gewinnt. Hast du das etwa immer noch nicht gerafft? Ihr seid es, die es immer noch nicht gerafft haben. Was? Yoshio, ich warne dich. Excusez-moi, ich bitte um Entschuldigung. Hä? Wie Behemoth seid auch ihr inzwischen raus. Wie bitte? Was redest du da für einen Unsinn, Merci? Jetzt kommt wieder runter, Leute. Ich werde nach wie vor die Kontrolle über die Beyblade-Welt übernehmen. Mit diesem Bahamut, den Merci für mich entwickelt hat, ist das nicht toll. Was soll das? Wann habt ihr das entschieden? Legt euch nicht mit uns an! Wenn ihr uns betrügen wollt, das schwöre ich, werdet ihr das bedauern. Ihr drei, erteilt diesen Verrätern eine Lektion. Monke! Let it rip! Ha! Bahamut! Wenn ich die Beyblade-Welt übernehmen soll, muss ich allen Bladern der Welt zeigen, dass ich die unglaubliche Macht besitze, vor der sie alle in die Knie gehen müssen. Hab ich recht, Merci? Oh ja, Meister Kira. Es ist genau wie ihr sagt. Ja. Ihr kommt doch aus dem Tal der Ahnungslosen, wenn ihr glaubt, ihr könntet mit einem Sieg beim Neo Battlebladers Turnier die Kontrolle übernehmen, ihr Blödmänner. Lehnt euch lieber zurück und genießt den Spaß. Seht zu mir auf, die ihr am Boden liegt. Denn ich führe jetzt diesen Haufen an. Bezahlst du? Gladiator Bahamut. Bahamut könnte der stärkste Angriffstyp Bay sein. Ich kann nicht glauben, dass die DNA einen solchen Bay entwickelt hat. Chief! Direktor! Hä? Maru! Wie geht's Shinobu? Sie haben ihn versorgt und jetzt muss er wieder zu Kräften kommen. Der Doktor sagt, er hat zum Glück keine ernsthaften Verletzungen abbekommen. Ich verstehe. Das freut mich. Aber Zero ist... Hä? Was ist mit Zero, Maru? Er hat gesagt, er würde Shinobu rächen und ist daraufhin weggelaufen. Vermutlich wird er sich jetzt beim Training da draußen völlig verausgaben. Ah, dafür wirst du bezahlen!
Ich hasse die DNA! Ich hasse Bahamut! Sie haben meinen besten Freund verletzt! Pass auf, Zero! Das ist mein Base Spirit! Salamander war so gut wie am Ende. Aber Shinobu war es wichtig, dass ich Bahamuts Special Move verfolgen konnte. Ifrit! Nur zu! Wenn du darauf bestehst, dann sollst du bekommen, was du willst. Bahamut! Dieser Kira wollte die Gefühle von Shinobu in den Dreck ziehen. Das werde ich ihm niemals verzeihen können. Ich werde dir schon zeigen, ob das, was wir geschaffen haben, bedeutungslos ist. Das ist kein Training. Er lässt seine Wut, seinen Hass und seinen Wunsch nach Rache gegen Kira raus. Er lässt sich davon beherrschen. Noch schlimmer, als es bei dir war, großer Bruder. Ich frag mich, ob Zero wohl klarkommt. Ja. Wenn Zero wirklich nur auf Rache für Shinobu aus ist, wird er sich auf einen Machtkampf einlassen, den er nicht gewinnen kann. Das gefällt mir nicht. Aufgestaute Wut und Hass sind noch nie gute Ratgeber bei Entscheidungen gewesen. Noch nicht genug! Lauf schnell, Ifrit! Noch schneller! Schick Bahamut in die Luft, hast du verstanden? Ifrit, nein! Hey, wer war das? Was machst du da? So wirst du Bahamut niemals besiegen. Bist du etwa... Ziemlich lange her, Zero. Jinga Hagane. Ich hab dich die ganze Zeit beobachtet. Zero, ich muss dir sagen, dass du es zwar weit gebracht hast, aber so wirst du weder Bahamut noch einen anderen Bay besiegen können. Ifrit weint schon. Wie bitte Ifrit weint, sagst du? Wie meinst du das? Wenn du das nicht verstehst, werde ich es dir hiermit zeigen müssen. Mein Samurai Pegasus wird dein Gegner sein. Samurai Pegasus? Kämpfen wir beide etwa miteinander? Sehr gern, genau das, was ich brauche. Ich werde dir meine Kraft zeigen, hier und jetzt. Also los, 3, 2, 1, let it rip! Seit dem Tag, an dem du mir Ifrit anvertraut hast, habe ich hart daran gearbeitet, dich und die legendären Blader hinter mir zu lassen. Ich habe mit Shinobu, Ren, Eight und Kite gekämpft und mit vielen anderen, um meine Technik weiterzuentwickeln. Ich habe so viel dazugelernt. Ich wollte im Finale gegen Shinobu zeigen, was Base Spirit ist und damit die Legenden hinter uns lassen. Doch er hat alles ruiniert. Das ist Musik. Und jetzt winse für mich. Ich will dich wimmern hören. Sein Kampf hatte mit einem Bay-Kampf überhaupt nichts zu tun. Ich setze auf meinen Bay-Spirit, um diesem Kira eine Lektion zu erteilen. Ich fordere Rache für Shinobu! Was? Was ist denn für dich ein echter Bay-Kampf? Hä? Worin liegt denn dein Bay-Spirit begründet? Ifrit! Ist ein Kampf, bei dem du dich von Rachegefühlen leiten lässt, wirklich ein echter Bay-Kampf? Ist dein Bay-Spirit dafür da, Wut und Hass auszutoben? Zero, war nicht der wahre Grund dafür, dass du so hart gearbeitet hast, der, dass du aus Rivalen Freunde machen wolltest? Denk daran, Zero. Ich weiß, du kannst das. Wenn du wirklich vom tiefsten Grund deines Herzens gewinnen willst, dann musst du klar im Kopf werden und dich auf den Kampf konzentrieren. Klar im Kopf werden? So ist es. Glaub an dich und das, was du bisher geschafft hast. Und vertrau auf Ifrit. Wenn du eine echte Liebe für Base verspürst, öffnet sich der Weg von allein. Eine echte Liebe für Base. Ich glaube, darin lag für mich der Schlüssel zum Erfolg, um mich am Ende gegen Ryuga durchsetzen zu können. Also los, Zero! Jetzt fängt der wahre Kampf für dich an! Go, Pegasus! Werd klar im Kopf! Werd klar im Kopf! Glaub an Ifrit und dich selbst! Leg all dein Vertrauen in Ifrits Kraft! Also los!
los, Ifrit! Schlag ihn mit allem, was wir drauf haben! Gut gemacht! Jetzt bleib dran! Bleib dran und greif immer wieder von Neuem an! Nicht nachlassen! Los, Ifrit! Schon viel besser! Das ist der Zero Kurogani, dem ich vertrauen kann. Hör zu, Zero, und vergiss das nie. Was einen Kampf letztlich entscheidet, ist der Spirit eines Bladers. Er ist unbeirrbar und will vor allem eins gewinnen. Warte, Jinga! Jinga? Der Spirit eines Bladers. Es ist soweit! Zeit für das Finale im Neo Battle Bladers Turnier!